Wollen wir reingehen in den großen Preis von Monaco? Ah, mag im Prinzip den Scheiß. Ja, Monaco. Ich bin mal sehr gespannt. Also hat im letzten Game gegen Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Also gar nicht mehr. War eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich jemals machen musste in dem Spiel. Naja, probieren wir mal aus. Neue Autos, neue Grillverhältnisse. Vielleicht funktioniert es ja jetzt zumindest halbwegs. Der Match ist natürlich aus für Monaco, keine Frage. Bild haben wir nichts, wir haben keine Hotlap, wir gehen direkt ins Wochenende rein. Endlich Update bekommen. Ach, du hast es auch endlich bekommen, ja? Jetzt keine Probleme mehr mit der Abnutzung. Das war ja ein ganz wilder Bug, ey. So, what says the weather? The weather says it's gonna be trocken. This is very good. Noch nicht gefahren, okay. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Glück. Aber dass der Bug hoffentlich wirklich gefixt wurde. Ja, und immerhin trocken in Monaco, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber wir müssen hier halt gucken, irgendwann müssen halt die Strafen reinkommen, ne? Training gehen wir nochmal. Boah, die MGUH, die sieht halt gar nicht gut aus, ne? 64%. Der raucht mir halt bald echt ab. Ah, lässt sich nix. Lässt sich nix dran machen. Alter, hat Ferrari den übelsten Vorsprung an Leistung. Holy shit. Alfa Romeo ist fast auf einer Ebene mit uns. Ja gut, reine Leistung, ne? Ich will mich ja gerade mehr auf die Stopp-Erzielfähigkeit konzentrieren. Da frage ich mich aber, warum ich gestern die Ferrari so gut fighten konnte. Aber Red Bull überhaupt nicht. Das wundert mich dann doch sehr. Von mein Team nach dieser Saison immer abwechselnd. Immer abwechselnd. Aber gehen wir mal rüber als erstes Training. Ein Strategie beziehen Menschen mit Schreckartmatisierung. Ach Monaco, bitte sei einfach nicht anstrengend. Sondern sei einfach schön und lustig und entspannt und lass mich Grip haben und ach. Bin ich schon unzufrieden. Komischen Analplug da. Ganz komisches Ding. Klöpse. So. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. Der voreingestellt ist 40-50. Stabilität wurde auch verbessert, das ist gut. Vielleicht kann ich ja jetzt mittlerweile Belgien mal fahren. Nicht, dass das Spiel da immer abstürzt. Wie bei den vergangenen Malen. So, wir fahren mit maximalem Abtrieb tatsächlich. 50-50. Finde ich schon mal nicht so schlecht. Wer ich bin. So. Autos und... Ah, das Auto ist auch, okay.
Ich bin ja gestern schon gefahren, also. Ja, ich habe jetzt vom Fahrgefühl nichts so viel anderes mitbekommen, aber wenn die das Spiel schon stabiler gemacht haben, reicht mir das eigentlich schon. Mein zum Glück habe ich ja den Fall nicht, gibt auch andere, bei denen ich schütze halt einfach mittendrin ab. Das habe ich zum Glück nicht. Dafür habe ich wieder genau die Bugs, die ich auch im 21er Game hatte, was ich immer noch weird finde. Oh, Alter, der Wagen ist super tief vorne. Krass. Stand in den Patch Notes. Ja, die müsste ich mir auch noch durchlesen, tatsächlich. Der Wagen ist ultra tief vorne. Krass. Reifen 4, 3, 21. Sehr schön. Oder ist es schon on the road? Ich hoffe genau dadurch die Kurve, durch die Bottas gerade fährt. Ich hoffe dadurch habe ich dieses Jahr Grip. Weil im 21er Game, no chance. Kein Grip, null, nada, niente. Kein Grip durch die Kurve, das war so schlimm. Und weil du die halt... Ja, weil du nur kurz lupfst oder kurz vor die Bremse antippst und dann halt wieder voll auf den Pömpel gehst. Das ist andere anstrengend. Naja. Fangen wir mit der Streckenautomatisierung. Gucken wir einfach mal, was denn passiert. Ja, wenn jetzt schon wieder alles schief geht, dann ist das so, ne? Da bin ich wundern bei Monaco. Mir brennt die Karre sowas von ab, ey. Die MGUH, ich glaube, ich werde bis maximal im Training maximal 70% fahren. Da kannst du aber auch alles vergessen, ey. Weißt du, da habe ich jetzt schon Rutscher. Boah, Alter, Force Feedback ist ja super anstrengend. Der Boden dermaßen rau ist. Aber wie geil der Blendeffekt denn bitte ist, wenn man aus dem Tunnel rauskommt. Der ist ja mal mega Killer. Krass, da hätte man noch ein Ticket schneller durchfahren können. Oh, durch den Blendeffekt sieht man die Ideallinie nicht. Boah, ist mies.
DRS zone coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Jetzt die Kurve einfach kein Grip. Aber ist schon mal deutlich, deutlich besser als im letzten Game. Okay, also in der letzten Kurve habe ich ganz klar am wenigsten Grip. Aber sonst ist deutlich besser. Hoppla. Ja, einmal kurz Ping-Pong spielen. Mensch, macht ja nichts. Geil, dieser Effekt ist. Richtiger TV-Kamera-Effekt. Oh. Ja, das sollte mir gleich nicht passieren. Alter, wie mir das Lenkrad zerreißt, ey. Wegen dem Force-Feedback, krass. Ah gut, die letzte Runde war Schmutz, okay. Aber hey, lila Programm in Monaco, ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt. Ah, sehr schön, in dem Game darf ich wenigstens... das ist ein Bug, der tatsächlich weg ist, erstaunlicherweise. Ich darf wieder OBS starten, bevor ich F1 starte. Also OBS zuerst starten, bevor ich F1 starte. Und mein Mikro funktioniert dann doch am Ende, im Endeffekt. War ein ganz weirder Bug. Aber alles andere ist immer noch same geblieben. Also der Aston Martin Bug. Und noch viele weitere Bugs, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Das ist halt ultra weird. Also gerade der Aston Martin. Ich meine, ich habe danach noch nicht gegoogelt oder so. Was ich vielleicht mal machen sollte. Ist Latifi gerade... Okay, der ist auf Soften. Ich dachte gerade, what the hell? Was hat Latifi gerade gemacht? Aber mal gucken, wie gesagt. Also das Wochenende besteht ja aus dem Qualifying und anschließend im Zeitfahren eigentlich. Von daher... Algis F1, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. Du hast ein paar Sternchen geschickt. Wieso sehe ich ein paar Sternchen? Was wurde da geblurrt? Aber wie gesagt, ein lila Programm, das ist selten für Monaco. Guck, wie die gezeiteten Programme laufen. Wie gesagt, mein Problem ist halt... Unten in Kurve 12. 12 in 13 rein, die ist halt, weiß ich nicht, da habe ich halt den Grip. Sie halt nicht. Was soll ich da machen? Und halt letzte Kurve 19 komme ich halt auch nicht ordentlich durch.
Deswegen verliere ich beim Ausbeschleunigen immer wieder Grip. Aber naja. Wie gesagt, das ist immer noch bei Längen besser als Monaco letztes Mal. 1,4 Sekunden sind die Soft gerade schneller. 0,6, 1,2, okay. Optimal Zeit für Sektor 3 interessiert mir den Scheiß gerade. Eine Runde ohne von der Strecke abzukommen. Müsste ich ja eigentlich schaffen, ne? Relativ easy. Gut, dritter Sektor vielleicht, in der Schwimmbadschikane oder so, da kommen wir vielleicht noch abkommen, aber. Sonst? Gehen wir auf die Mediums. Okay, Engines fired up, we're set. Aber wie gesagt, das Wochenende besteht nicht aus dem Qualifying und danach nur noch hinterherfahren. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier wieder überhole. Ich hoffe, ich baue keinen großen Fehler, wie gerade eben. In der letzten Runde der Streckenautomatisierung. Wenn ich keinen größeren Fehler baue, dann werde ich auch hoffentlich nicht überholt. Oh, und gelesen? Was hast du gelesen? Ah ja, mal gucken. Keine Ahnung, also wenn ich heute irgendwie das Forum gelesen habe, was war für ein Forum? Ich habe mir kein Forum gelesen, nein. Headshot-Tizen meinte ich. Nee, habe ich nicht. Wie gesagt, doch nicht. Muss ich mal machen, aber ich komme im Moment echt nicht dazu. Mein Tagesablauf im Moment besteht aus Aufstehen, Streamen, Stream aus, Schlafen. Das ist mein Tagesablauf seit ein paar Tagen. Und das ist echt nicht geil. Was hier reingeschickt. Ah, das war bestimmt das, was gesternchent wurde. Ja, nee, Link kannst du nicht schicken. Link musst du mir, wenn dann privat schicken. Kann ich aber auch nachher selber mal nachgucken, wenn ich schon denke. Ich bin immer zu schnell durch die Kurve, ey. So einverstanden bin ich mit dem Grip aber nicht, ey. Der geil ist, ah, gut, jetzt habe ich ein Auto im Weg, das ist jetzt natürlich Gigascheiße. Das ist auch noch George, ey. Ich bleib hier sogar anscheinend im 5. Aha. War ich gerade im 1., ne? Das war nicht gut. Super Job so far. We're getting great data. Stay focused. Ach, George. Ah, die Runde breche ich ab. Die Runde breche ich ab und dann hoffe ich, dass ich die anderen drei ohne Probleme fahren kann, die letzten drei. Ey, Links kannst du nicht in den Chat schicken. Deswegen, das war das, was da gesternchen wurde. Ich weiß auch nicht, wieso das noch deaktiviert ist. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das aktiviere. Aston. Aber noch weit weg, ich kann noch ein bisschen mehr Platz lassen.
Mal gucken, da kann ich tatsächlich im 5. bleiben. Das wundert mich ein bisschen, aber okay. Spiel sagt, das geht, dann sage ich okay. War zu schnell. Nicht im ersten. Wieder im dritten. Hoppla. Ey, so viel Overtake darf ich nicht verwenden. Dann habe ich gleich nichts mehr. Ich brauche das. War ein Ticken zu viel Curb. Diese Kurve, ne? Gebe ich immer zu viel Gas. Das ist eine Schwimmer-Schikane echt im 4. durch, krass. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Nein, schon wieder ein Auto im Weg. Das kann nicht wahr sein. Noch Platz. Okay. Nein, 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 nein. Nicht jetzt ins Minus droppen. Nice, lila. Awesome. Krass. Ich habe tatsächlich geschafft, auf der Runde zwischendurch, da kommt wieder der erste Martin. Ich habe tatsächlich geschafft, auf der Runde zwischendurch ein bisschen Zeit rauszuholen wieder. Das ist erstaunlich selten für Monaco. Tut mir jetzt leid, jetzt stand ich George diesmal im Weg, oder? Ne, das ist ein Williams da hinter mir. Monaco ist halt echt einfach zu eng für ordentliches Racing. Geht halt nicht. Aber okay. Ich meine, ich fühle mich deutlich besser als jemals zuvor.
Und wenn ich hier gut reinkomme, gut durchkomme, vielleicht ja hier rechts vielleicht ein bisschen cutte, dann ist das auch ganz okay. Ich wundere es immer noch, dass man die Schwimmerschikane im vierten Gang durchfährt, Alter. Hätte jetzt echt nur im zweiten gerechnet oder so, aber hey! Ach, Monaco. Na, mal gucken. Wie gesagt, die Frage ist halt, wie gut ist die Quali-Pace, ne? Und dass ich danach eventuell wenige Scheiße baue. Falls ich nicht mit Mach 7 in die Wand fahre. Das ist zumindest schon mal ein Anfang für ein gutes Monaco-Ergebnis. Ja, die zweite Runde, die war scheiße, klar. Stand mir George im Weg. War eigentlich relativ okay mit der Abnutzung. Eine Runde ohne Verstärker zu. Achso, dazu zählt auch die Wandrahmen wahrscheinlich. Gut, okay. Fahre sauber durch einen Sektor. Schaffe ich bestimmt. Irgendeinen Sektor schaffe ich bestimmt sauber. Mit Sicherheit. Aber jetzt zweimal lila, ey. Das ist bis dato echt mein bestes Monaco-Training. Scheiße, ey. Boxenausfahrt ist so arschgefährlich, ne? Ich sag's, wie es ist. Echt nicht schön. Da rechts ist so eine Ausfahrt in der Wand. Früher oder später, es wird passieren. Wir wissen es alle, ich werde in dieser Ausfahrt hängen bleiben. Es wird irgendwann passieren und dann spiele ich Ping-Pong über die komplette Strecke an der Stelle. Achso, ich mach's beim Zielmanagement, ne? Hoppla. Hätte ich schon denken sollen. Ah nein! Ich bin nicht mehr an den Schaltwippen rangekommen. Weil ich den Lenkrad schon zu weit umgeschlagen hatte, dadurch konnte ich nicht mehr in den ersten Gang schalten. Scheiße! Ah, das Loch hier rechts meine ich. Nein! Oh fuck you. Oh nein, jetzt habe ich hier wieder diese scheiß andere Linie in der Fresse, ey.
Mal gucken, wo ich die ausstellen kann. Ey, die irritiert so dermaßen. Okay, das war sehr viel Lift and Coast. Aber es funktioniert irgendwie, Okay, Test complete. Puh! Junge, 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 Junge. Understood. Stopping this lap. Was zur Hölle, ey. Komplett lilanes Monaco-Training, ey. Was passiert hier? Nachstellungszeiten sind mir jetzt scheißegal, also ich habe einfach meine Programme gemacht und damit bin ich jetzt happy. Und gleich im Rennen geht es nur darum, sich nicht wegzudrehen. Qualifying hoffentlich eine gute Runde zu erwischen. Obwohl, wenn ich den McLaren gerade aufgehalten habe. Ich bin zufrieden eigentlich mit dem Training. Eigentlich schon. Kacke war das gar nicht. Das war unerwartet gut, das Training. Sogar lila im ersten und im zweiten Sektor. Gut, okay. Im dritten bin ich mit Abstand letzter. 19,4. Ah, nicht ganz. Ah, gibt noch schlechtere. Was? Wieso bin ich da so langsam? Werden wir gleich bestimmt schon besser machen. Boah, Alter, die MK, ey. Not so schön. Naja, okay, so. Den hier gehen wir noch einen höher. 46 fahren wir noch, ja. 48 fahren wir auch noch gerade so. Die Steuertrommel ist noch voll fein. Die wird wahrscheinlich auch sogar locker durchhalten. Jetzt habe ich es gejinxt, okay. Wir fahren mit dem 27er Getriebe. Okay. Gut, also das Setup finde ich eigentlich ganz gut. Gehen wir ins Qualifying. Oh Gott, Alter, ist das laut. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Geschwindigkeit zu werfen. Leclerc, aha. Sainz und George Russell. Was für eine unglaubliche noch fünf. Session, aber der Spaß. Ja, ich bin halt 14. in der George, aber mein dritter Sektor war doch kacke, ne? Liegt noch vor uns. Und schnellste Runde war auf den Mediums, also. Ja gut, meine Softrunde war ohne Overtake, ne? Also, das erklärt es halt schon. Ich auf der 8. Aber mal gucken. Mal schauen. Wie gesagt, wenn wir jetzt vielleicht relativ gutes Qualifying raushauen, im Rennen wird sowieso nicht viel passieren.
Und vielleicht auf 3 oder sowas mit Leclerc und Max vor mir oder so. Die beiden ziehen dann instant weg und ich habe Platz nach vorne und maybe vielleicht auch hoffentlich nach hinten. Dann ist alles chillig. Dann machen wir hier, weiß ich nicht, wie viele Runden Zeit fahren einfach. Qualifying. Dieser Helm ist so billig, ne? Zubaduben, weiß wieso? Was ist hier los? Oh. Wie viele Runden haben wir nachher im Rennen? 39, wie willst du denn verarschen, Alter? Was soll ich denn hier für 39 Runden drehen, Junge? Dauert ja ewig. Naja. So, der Motor ist gewechselt. Und ob die MGUK so durchhält, ne, nicht die MGUK, ein Problem kennt. Doch, die MGUK war ein Problem kennt, ne? 46%. Oh, mal gucken. So, was says das Setup? Setup says, ja, richtiger Sprit ist drin, das fahren wir so. Tatsächlich, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wait. Habe ich gerade 4,5 Runden Sprit drin, alles klar. Na gut, ich weiß nicht, ob wir auf 2 schnelle Runden rausgehen können. Hintereinander. Okay, weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Aber lass mal gucken. Je nachdem, vielleicht, wenn es keiner im Weg steht. Oh, Monaco Qualifying ist so anstrengend immer, ey. Mal gucken, ob wir eine Runde gefahren bekommen und dann ist gut. McLaren lasse ich vor. McLaren wird sich sowieso vorlassen. Der wird sich selber vorlassen. Kann ich mich jetzt hier rein. Ah, die Kurve ist halt mein Problemkind immer noch. Hoppla. Hey, what the hell? Jetzt stehe ich hier ganz ungünstig. Hi, George. Was auch immer das war. Vielleicht einfach im zweiten Gang durchzuziehen, tatsächlich gar nicht erst in den ersten zu gehen. Aber wenn ich halt den zweiten hochschalte, verbremse ich mich meistens automatisch in die nächste Kurve rein. Thank you.
Wow. Okay. Fahrer hinter mir. Leclerc is behind you. Ja, danke. Das kann ich selber lösen. Wie schnell war der? Alter. Das sollten sie mal fixen. Lauf ich jetzt sofort durch. Oh nein, der ist langsam. Dafür ist es doch viel zu eng hier. Wird unmittelbar nach uns keiner kommt. Na gut. Okay. Weder weiß er schnellste Zeit. Ich gebe mal davon aus, dass Leclerc noch schneller kann. So. Okay. Ich bin auf einmal ganz viel schneller im dritten Sektor. Finde ich gut. Ah, ich gehe mir davon aus, dass es mal schneller kommt. Ich bin eine halbe Sekunde vor George circa. Zweiten Sektor erstaunlicherweise lila. Krass. Hätte ich nicht gedacht, vor allem, weil er ja eher der Sektor ist, wo man Gas geben sollte. Gut, ich denke mal nicht, dass ich so nochmal fahren muss. Gerade auf 8, ey, stark. Bis mindestens eine Sekunde. Ich denke mal, ich kann so durchskippen. Der Schal bleibt auch drin. So. Okay, George geht auf 1 tatsächlich. Ich bin 2 Zehntel dahinter und trotzdem auf Platz 5. Ach du Scheiße. Ja moin. Das nenne ich mal close. Ja, die drei stehen quasi zusammen auf 1. Was 6? Alter, wie close das ist. Hört es raus bei der Aston raus. Big auf 9. Stark. Leclerc war nur 7. Na gut. Hey, ich habe Q1 überlebt. Yay. Oh Mann. Ach, dieses Game bringt mich noch ins Grab. Right, car's ready. Raus. Kein Bock auf Stress. So, nur jetzt kann ich direkt wieder reinfahren, tatsächlich, wenn ich die Runde jetzt verkacken sollte oder so.
sollte ich direkt wieder reinfahren normalerweise. Den zweiten Reifensatz. Was war da gerade für eine Epilepsie-Ampel, ey? Ich sollte ein bisschen Abstand halten. Aber endlich komme ich in Raskas auch mal zum Stehen, ey. Und die Bremszone im letzten Game, die war ja komplett am Much. Ah, Apex verpasst, scheiße. Ich muss gestehen, ich fühle wieder so ein bisschen das Erlebnis Monaco gerade. Und ich merke wieder, warum es Leute gibt, die die Strecke echt geil finden. Und es dämpft meinen Hass auf Monaco ein wenig. Wenn ich dran denke, dass wir nächstes Season wahrscheinlich Monaco noch im Kalender haben und Spa nicht mehr, dann ist mein Hass natürlich wieder voll und ganz da. Herr ist erstmal hinter mir. Ich glaube aber nicht, dass ich die 1 halten kann. Und dafür werden die in ihren zweiten Stints jeweils viel zu schnell. Endlich ordentliches Anbremsen in Raskas, ey. Endlich. Zwei Zehntel schneller als Sainz tatsächlich. Okay. Erstaunlich, dass ich im ersten Sektor gerade eben schneller war, aber mir da jetzt Zeit fehlt. Ich meine, gut, was ist Zeit, ne? Sainz und ich sind immer noch die beiden einzigen, die da unter die 18, unter die 19 gehen.
Es ist halt wirklich close. Bin im zweiten Sektor halt ultra schnell. Wieso bin ich im zweiten Sektor so schnell? Ich meine, ich finde es gut, aber warum? Zweite Runde ganz am Ende. Ich werde über den zweiten Sektor retten, das wäre so awesome. Ich ist auf 12, die erste Runde war leider nicht so gut. Und bei Kevin ist auch überhaupt nicht, dem stand einer in Sektor 1 im Weg. Dann warten wir mal. Ich will jetzt keine Scheiße mehr bauen, deswegen werde ich jetzt nicht mehr vorspulen. Dann warten wir lieber. Boah, ich bin immer noch müde, ne? Ohne Witz. Irgendwie, die letzten Tage sind alle so... Pff. Ah, guck mal, der Master ready. Wenn ich auf Stack 2 Minuten rausfahre, müsste das eigentlich reichen. Da muss ich hoffen, dass der mir hier nicht in den Weg kommt. Aber die meisten sind schon raus. Bisschen Reifen drauf. Ja. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Na dann, let's go. Weiter sehen. Mal gucken, ob ich jetzt echt einfach schneller bin, weil die Strecke besser ist. Ferrari bleibt da. Aber ich dachte, das ist egal, ich kann sowieso fahren. Hoppla. Ach, Schwein. Epileppi-Ampel. Ich bin sehr spät rausgekommen, ey. Also ein bisschen Gas geben hier. Aber zum Wohl, das ist weit genug weg. Ich habe eine Menge Platz. Wenn ja, wie ich fand, meine Runde gerade eben war eher dieselbe Variante. Fand ich persönlich. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie eine Vollpush-Variante hinbekomme. Ich meine, wenn ich dieselbe Variante im ersten Sinn schon auf P1 führt. Da war ich jetzt ein bisschen verloren. Da war ich jetzt ein bisschen lost tatsächlich.
Alter, ist nicht gut für den Motor, was ich mache. Die letzte Kurve, ne? Ohne Witz. Teilweise verließ da so random. Ja, die Runde war aber auch scheiße. Abgesehen von der ersten Kurve, die war besser, der Rest war schlechter. Ah, Mick ist knapp raus. Na, Mick ist um 4000 schon raus. Die Pizza gegen Lando. Der auf 1, Alter, der ist nochmal 30 Meter schneller als ich. What the fuck? Wenn schneller als George mittlerweile. 1 hat er aber auch liegen lassen. Ich denke mal, der hat keinen guten zweiten Stint gefahren. Du raus auf 13. Die beiden Hasen auf 11 und 12. Na gut. Oh, mal gucken, was Q3 bringt. Also, wenn ich einen guten zweiten Stint erwische. Bis jetzt ist eine Pole nicht also so weit weg. Aber mal gucken. Ich muss niesen. Oh. Dankeschön. Passiert gleich nochmal, 100%. Weiting gestartet, nice. Ja, schau ich nach der Season rein. Siehst du, sag ich doch. Ich kenne mich doch. Puh. An sich war mein Grundsatz immer eine Season, ein Monat. So dass wir halt in der Theorie 6 Fahrerkarriere und 6 Mal My Team machen können in einem Jahr. Das haben wir bis jetzt selten hinbekommen. Aber gut. Dankeschön. Unterboden, ey. Wenn er kaputt gehen würde, er wird da jedes Mal kaputt gehen über den Körper. Ich hasse diese Kurve! Was ist denn das? Mann! Wo ist denn mein... Darf ich mir die nochmal angucken? Nur mir die nochmal angucken, ja. Okay, ja, ich bin vielleicht ein bisschen weit. Was heißt weit, ne? Also... Ja, das ist halt schon ein halber Meter bis Meter. Wait, Moment. Warum fliegt der Pöller? Warum fliegt dieser Pöller? Was ist das denn für eine Scheiße?
Ah ne, der steht da auf so einem Dings drauf, ne? Steht da auf so einem, auf einem der Felder, der steht, das ist physikalisch nicht möglich, dass der da so stehen kann. Whatever. Ich gehe halt mit zu viel Schwung dadurch, glaube ich. Oder tatsächlich, ich habe das Lenkrad zu spät wieder aufgemacht. Also ich habe zu viel Schwung, stehe wahrscheinlich zu sehr auf dem Gas und mache das Lenkrad zu spät auf. Dass ich halt hier an der fucking Wand bin, ne? Na gut, das geht noch knapper, wenn ich ehrlich bin. Ja, das geht noch knapper, aber das ist schon knapp genug. Naja. Ich denke mal, Leclerc auf, also Verstappen ist hinter Sainz. Okay. Leclerc kommt jetzt gerade, der wird 100% schneller sein. Braucht gleich nur eine fehlerlose Runde, ey. Bleib bei Claire und ich gehe einfach davon aus, dass du deine Runde schon hast. Ich glaube, die hast du, weil du müsstest eigentlich hinter Bottas sein. Leclerc ist hinter mir, alles klar. Gut, dass ich nicht meinen Arsch verwettet habe. Ist alles okay bei dir, McLaren, oder hast du ein bisschen Bock, an meinem Auspuff zu sniffen? Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich muss gleich relativ schnell reagieren bei unserem Boxenstopp. Ich habe ja die Box direkt am Anfang. Und die ist ja hier direkt am Anfang. Ich finde beim Boxenstopp interessant. Ich gucke gleich, wie ich vielleicht möglichst gerade hinstelle. Beziehungsweise mit gerade meine ich in Richtung Kurven. Also nicht Richtung Apex, sondern richtig andere Richtung gleich. Damit ich vielleicht, wenn ich einen guten Start kriege, Leclerc direkt abschneiden kann. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ich mich auf 2 qualifiziere hinter Leclerc. Ah, so weit darf ich eigentlich gar nicht denken. In dem ersten Simp ist jetzt immer schneller. Aber im zweiten werde ich einfach nicht nochmal schneller, ist das Problem. Naja, mal gucken. Wollen wir Madame et Messieurs jetzt rausfahren? 11.7, scheiße, ich habe mir die ganzen Quali-Zeiten nicht aufgeschrieben. Na gut, da muss ich dann im Nachhinein nachher noch machen. Welche Bestzeit ist eine 1.11.443. Wenn ich nochmal 13 verbessern kann, krass. Na gut, mir fehlen alleine 14 gerade im dritten Sektor, ne? Aber da hatte ich auch den Hardcore-Übersteuerer des Todes gerade eben in der letzten Kurve halt, ne? So, fast alle sind unterwegs. Also setze ich mich jetzt auch mal raus. Dann wollen wir mal gucken, ich sag mal so. Ich weiß, ich jinx das jetzt, aber ist mir egal. Der Pole ist rein theoretisch machbar. Sieht man ja. Ich war bis jetzt, glaube ich, in Q1, 2 und 3 im ersten, nach dem ersten Stint Erster in der Quali. Also Speed für eine Pole haben wir theoretisch. Zwei Autos bleiben stehen, unter anderem ein Red Bull. Okay, das ist interessant.
hoffe mal, dass das Verstappen ist und nicht Checo. Nur eine clean Runde werden, ey. Come on. Okay. Gut, Thema ist erledigt. Ich hab's ja gejinxt, ne? Mal gucken, die kommen jetzt alle drüber. Ich denke mal, Leclerc wird einfach jetzt einen raushauen. Okay, der erste Ferrari ist durch. Auch der Red Bull. Auch durch. Schade. Ah, Mann. Aber George? Nichts mehr. Mann. Schon wieder keine Pole. So knapp, ey. Aber ich weiß nicht, ob es knapp ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Hoppla. Mann! Aber P2 ist für Monaco immer noch sehr stark, wenn man bedenkt, beim letzten Mal, in Anführungszeichen, letzte Season, im letzten Game, war ich mit Abstand letzter, glaube ich, im Qualifying. Und das nicht in Q3, sondern in Q1 war ich mit Abstand letzter. Ich würde sagen, da ist eine Steigerung. Ich glaube schon. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, ja, aber bevor es losgeht, werfen wir aber ich bin auch nochmal 13. vor Carlos. Also der Startaufstellung. Leclerc, war schon nicht so langsam. Mercedes und Carlos Sainz. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Das war Checo, der in der Box stand, nur eine Runde gefahren ist. Ah, zweiter Platz ist fein. Schade, ich wollte die Pole, aber ich habe es halt verkackt. Wenn drei Zehntel hätte ich, zwei Zehntel hätte ich bestimmt noch rausgeholt. Wenn ich letzte Kurve ordentlich getroffen hätte. Aber dazu kam es nie. Wer hätte es gedacht? So, jetzt mal kurz gucken. 1, 11, 5, 6, 0 von. Der. Zu Hause die Pole holt. Ja, das Ding ist halt, also Leclerc ist bis jetzt bei jedem zweiten Rennen ausgefallen. So. Also in Bahrain ist er ausgefallen. Saudi-Arabien hat das geschafft, das ist ein Ziel geschafft. In Australien ist er ausgefallen, Imola ins Ziel, in Miami ist er ausgefallen, in Spanien ist er ins Ziel. Ich merke ein Pattern. Und jetzt sind wir in Monaco. Und theoretisch nach Pattern müsste Leclerc hier ausfallen. Ich weiß, darauf zu spielen ist schwierig. Aber es verschafft mir ein bisschen Hoffnung. Theoretisch müsste Leclerc ausfallen. Nach Pattern gespielt. Aber mal gucken. Zweiter Platz ist schon mal nicht so bad. Für Monaco ist es sehr gut, actually. Vorhin habe ich George geschlagen, das ist die Hauptsache. Ja,
Mal gucken, was im Rennen passiert, ey. Absoluter Chaos. Ich hoffe, ich kann irgendwie PlayStation mithalten. Ich das Stück abgehangen werde. Alter, 39 Runden. Muss ich mir jetzt echt 39 Runden Monaco geben? Boah, ey. Das ist nicht schön, sowas. Aber okay. Muss gemacht werden, ne? Scheiße. Die Formel 1 kehrt wieder einmal nach Monte Carlo zurück. Dies ist die Heimat des weltberühmten Monte Carlo Casinos, das 1863 eröffnet wurde. Und natürlich eines gewissen Stadtrennens, das erstmals 1929 abgehalten wurde. Nirgendwo gibt es eine Veranstaltung wie diese. Und nirgendwo ist ein Sieg bedeutender als hier, beim Grand Prix von Monaco. Wir sind an diesem Wochenende einmal mehr an der französischen Riviera. Beim 3,4 langen Circuit de Monaco. Die Autos rasen 3,4 langen, ja. Kein Kilometer, gibt es hier nicht, okay. Vorbei, bevor sie in Sektor 2 zum Hafen hinunterfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg von der Pole Position zur ersten von 19 Kurven. Und hier werden wir heute vermutlich nicht sehr viele Überholmanöver sehen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht ein Mercedes. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Verstappen, George Russell und Perez, Bottas, Ocon, Fernando Alonso und Mick Schumacher. Mick ist auf 10, wer wurde dazu? Das ist Lando, oder? Pierre Gasly und Tsunoda, Ricardo, Albon, ich glaub, das ist Lando mit Strafe. Sebastian Vettel und Lando Norris. Hier gab es eine Gridstrafe. Stroll und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Fangen wir doch mal mit Alfa Romeo an. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Gut, wenn das so ist, muss ich gleich gucken, dass ich mich außen an ihm vorbeisetze nach dem Start. Es wird dann doch ein Soft-Hard, schade. Ich dachte vielleicht, wir können die, Medium-Hard, ich dachte vielleicht, wir können die Softs irgendwie einbauen, statt die Harten. Weil die Harten sind halt super anstrengend. Anscheinend nicht, na gut. Ah, müssen wir jetzt mal gucken, ob wir uns vielleicht beim Start, wie gesagt, schon neben Leclerc setzen. Das wäre auf jeden Fall, sehr gut, naja. Das Schöne ist halt, wir haben noch keine Regeln wegen Joker, heißt, ich kann heute eigentlich so viele Joker wie möglich verwenden. So viele, wie ich lustig bin. Leclerc ist ganz schön schnell unterwegs, ey. Hoppla. 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 Okay, radar is clear. Weather is looking good for now. So, dann wünsche ich viel Spaß beim großen Preis von Monaco. Ich freue mich jetzt schon auf 39 Runden, ey.
Dammit, ich könnte besser stehen. Wo wurde ich ein bisschen zu langsam? Ja, ich stehe ein bisschen schief, das ist gut. Also nicht, wie fair da beim Start zuging. Aber ich habe ihm ja sogar so viel Platz gelassen, dass ich links in die Wand gefahren bin, also. Ich habe nur ganz kurz seinen Frontflügel rechts gesehen. George ist noch weiter zurückgefallen. Das ist nicht gut. Ich bin sehr gespannt, wie aggressiv die KI hier sein wird, ey. Wenn sie halt smart ist, weiß sie, dass man hier nicht überholen kann. Und geht darum halt noch aggressiver rein. Bisschen viel Curb, hoppla. Sollte wahrscheinlich eigentlich alles an ERS für die Runde fahren, die zwischen unseren Boxenstops liegt. Sparen. Damit ich nicht geundercuttet werde. Dafür sollte ich eigentlich mein Overtake sparen. Und dann im besten Fall die ganze Runde mit Overtake knallen. Fast.
muss dann halt dementsprechend echt gut werden. Okay, ich gebe jetzt ein Tempo vor, ich mache mir hier keinen Stress. Ich mache mir hier überhaupt keinen Stress. Ich gehe maximal auf 50% ERS runter auf der Geraden. Im Tunnel kann er mich aktuell eh nicht angreifen. Oben bin ich sehr entspannt, also ich fahre hier komplett meinen eigenen Stil gerade. Lass mich überhaupt nicht stressen. Da könnte ich theoretisch trotzdem mal einen dritten hochschalten, damit ich dann den Motor nicht so hart rannehme. Durch die Sausage Curbs, da hebt man immer so ein bisschen ab. Das ist nicht angenehm. Und ich glaube, wir können dann langsam mal umbauen auf maximal 60%. Scheiße. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß es wirklich nicht. Also, das ist einfach in dem Game so. Das schmeiße ich teilweise so random weg. Ich habe absolut keine Ahnung, was das war. Gerade den Einfall bekommen, vielleicht mal einen Ticken zu pushen oder einen Ticken schneller zu werden, damit ich eben ein bisschen Abstand zumindest bekomme beim Boxenstopp. Weil das Feld hinter Charles dann doch noch recht gut mitkommt. Und dann passiert gleich so eine Kacke.
15 bis 30 geht's rein. Als ob so spät erst, krass. 30 ist zu spät, 9 Runden auf den harten, das macht keinen Sinn. Mein Arm juckt. Ja, nochmal schnell aktualisieren hier, damit sich das auch wieder fängt. So. Da war es ein bisschen sehr eng rum. Kommt man aber deutlich einfacher dadurch tatsächlich, also mit Rennbetankung. Im Rennen kommst du durch die letzte Kurve deutlich einfacher als im Qualifying. Noch. Und für wie lange noch? Naja, da brauchen wir gleich alles. Auf der Runde, während Charlie in die Box geht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich nicht undercutten wird. Wenn wir zusammen reingehen, dann auch, okay. Darf halt nur beim Boxenstopp nichts schief gehen.
Ah, ich muss gleich mal ins Telefon. Wir fahren gerade noch auf Start und Ziel. So, ich will mal kurz telefonieren. Kurz AFK, gleich wieder da. Thank you.
So. Das habe ich abgehakt. Sehr schön. Also, wir können weitermachen. Moin, moin. Wäre dann auch wieder da. So. Eine Sekunde. Moment, das läuft. Ja, alles läuft. Immer noch aktualisieren. So. Okay, da gehen wir nochmal rein. Machen wir weiter hier. Läuft, Sound läuft, ja. Ich muss kurz gucken. Ah, muss mich wieder bequem hinsetzen. Okay, wir sind im sechsten Gang, glaube ich. So, 113. Gleich geht's in die Box in 5 Runden circa. Erstmal wieder reinkommen. Ja, langsam baut sich hinter Leclerc ein Abstand auf, tatsächlich. Das ist nicht schlecht. Denn heute schon wieder mit Twitch los, ey. Funktioniert ja heute echt wieder vorne und hinten nicht. Leclerc einen Fehler gebaut? Und ich habe gerade einen Fehler gebaut, klar, keine Frage. Aber Leclerc ist zum ersten Mal hinter einer Sekunde. Oder weiter weg als eine Sekunde, aber ich bin gerade auch kacke. Nur bis auf 80%. We're approaching the pit window now and you're gonna be on hards next time. Mm-hmm.
Ja, der Claire ist aber irgendwie wieder rangekommen, ne? Ah, ich dachte gerade, ich hätte ihn jetzt einmal weggedrückt. Aber der ist auch schneller als ich, pace-technisch, auf jeden Fall. Aber ich gebe ihm halt nicht die Chance, vorbeizukommen. Jetzt mies. Okay, das ist. Das war jetzt aber sehr schwierig, da sich vorbeidrücken zu wollen. Leclerc ist an die Box. Immerhin grün. Wollte ich kein Risiko eingehen. Sehr schön, Jungs. Science hält mich nicht auf. Hoffentlich hat mein ERS-Verbrauch jetzt ausgereicht. Aber das sieht gut aus, dass ich volle Claire rauskomme. Komm, 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 zieh durch, zieh durch, zieh durch. Zieh durch, zieh durch, zieh, 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 zieh. Hab ich. Halbzeit haben wir erreicht.
Deswegen eher es sparen. Damit ich es dann auf der Runde, wo er versucht, mich zu undercutten, aushauen kann. Auf 30. Na, jetzt brauche ich nicht so viel zu sparen, aber sollte ich mal irgendwie einen Fehler bauen oder so. Lieber ein bisschen zu viel ERS haben als ein bisschen zu wenig. Ich mich hier reinbremse, ey, holy macaroni. Aber wir sind sehr spät auf der Bremse.
ist denn heute mit Twitch los, ey? Wieso ist das denn so dermaßen kaputt heute? Das ist ja nicht normal. Carlos ist raus. Es ist nicht Leclerc, es ist tatsächlich Carlos. Ja, nach Petter wäre es eigentlich Char gewesen, naja. Kann ja noch werden, ne? Also es hat ja nicht. Dass er da halt kein Safety Car triggert, wo der steht, wundert mich halt. Na gut, der steht jetzt nicht auf der Strecke oder so. George ist auf 5 nach vorne gerutscht. Jetzt dadurch ist Max jetzt natürlich aufs Treppchen gekommen. Der Carlos-Ausfall hätte mir tatsächlich nur geholfen. Scheiße. Naja.
Oh, da war doch mal der schnellste, nice. Krass, hätte ich nicht gedacht. Liam Films, Dankeschön für deinen Follow-Support. Dankeschön, vielen Dank. In Monaco darf man dafür auch mal auf Pause drücken. Hoppla. Charles war nochmal über eine Sekunde weg. Ding ist jetzt aber gleich wieder direkt hinter mir gefühlt. Vor allem, weil ich irgendwie, sobald der eine Sekunde weit weg ist, brauche ich irgendwie deutlich mehr Fehler. Auch wenn ich ja gar nicht mitbekomme, dass der wirklich eine Sekunde weit weg ist. Ja, Unterbewusstsein oder so, keine Ahnung. Aber es jetzt läuft gut. Da müsste jetzt schon noch Giga-Scheiße passieren, wenn ich den Rennsieg noch verkacken würde. Da sieht man es wieder, weißt du? Wir sind gerade mindestens 4 Leute. Twitch zeigt mir an 2. Oh, jetzt 3, guck mal. Mensch. Aber so richtig sind die Viewerzahlen immer noch nicht. Das ist halt so affig. Sagen, langsam fängt Monaco an, mir hart auf den Sack zu gehen. Langsam habe ich keinen Bock mehr. Aber sehen wir noch ein paar Ründchen. Habe ich das da gerade. Oh nein, da kommt eine Überrundung. Als ob. Doch einfach Gas Latifi, ey. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das Latifi sein wird.
ich muss sagen, ich bin in der Schikane natürlich ein bisschen großzügiger. Aber so gesehen. Und bei mir ist halt ja noch okay, wenn man mit den beiden linken Reifen in dem Fall auf dem Curb ist. Ist ja mit meiner Regelung noch voll fein eigentlich. Aber nicht eigentlich, ist es voll fein. Dadurch nehme ich die halt auch einen Ticken enger. Latifi. Ja, mal blaue Flaggen, hallo? Jetzt hätte ich nicht mehr drum rumkommen, den zu runden. Hoffentlich macht das gleich in Kurve 1 oder so. Dann bleibt echt am meisten Platz. Auf Seite. Latifi! Was soll das? Hätte mich einfach in Kurve 1 vorbeilassen sollen. Ja, da hätte er Zeit verloren, aber Mensch, er braucht es doch nur wirklich nicht. Ich aktualisiere jetzt ein letztes Mal meine Stream-Vorschau. Dann müssen wir nachher mal den Dings neu starten. Den Stream. Weil Twitch liegt halt wieder vom Feinsten rum. Sorry, mir werden 4 Zuschauer angezeigt. Twitch sagt 2. Das ist Bullshit. Gap to your teammate behind is 12.4 seconds. Ingenieurfunk aus. Copy that.
alle, was er mir jetzt sagt, können nur unnötige Angaben sein. Wenn mir der Motor platzt, dann kriege ich das schon selber mit. Schön mit Bande gespielt. Oh, hoppla. Okay, mal noch ein bisschen konzentrieren. Mittlerweile wieder runter auf 30%. Und wir gehen da jetzt auch gegen Rennende zu, ne? Also. Das passt schon. Voll den Leclerc gemacht. Aber wie es anscheinend scheint Leclerc sein Heimrennen zu überleben. Ich bin erstaunt. Letzte Runde. Dass ich das statt jemals nochmal sagen, dass ich mich das selbst jemals nochmal sagen höre. Aber es ist tatsächlich soweit. Ich gewinne Monaco. Ich gewinne nochmal fucking Monaco. Let's go! Yes! Oh. Puh. Fucking go! Ja, Mann! Ah, nice! Was zur Hölle? Rennen. Yes! Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich würde sagen, wir wissen, was der Hauptfaktor heute auf der Strecke war. Geschwindigkeit. Klingt unglaublich vereinfacht, aber schnelle Autos gewinnen Rennen. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Bullshit.
Ich habe einfach zugemacht jedes Mal. Leclerc hatte einfach nicht die Chance vorbeizukommen, weil man nicht überholen kann in Monaco. Punkt. Das war der Sieg. So. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Ein zweiter Monaco-Sieg oder so müsste es sein? Einen habe ich auf jeden Fall. Also müsste mein zweiter Monaco-Sieg sein. Boah, aber die ganzen 39 Runden Charles einfach in meinem Nacken. Das ist ultra anstrengend gewesen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, wie gesagt, ich habe einfach dicht gemacht und dann war Leclerc halt die ganze Zeit hinter mir. Mein Red Bull, immer enorm Podium. George hat beim Start anscheinend eine Position verloren oder so. Alle anderen haben genau einen gut gemacht. Das ist nämlich die Position von Carlos. Da hatte ich Mick auch in den Punkten. Sepp ist sogar von 17 auf 13 gekommen. Stark. Wie auch immer. Hier hinten hat es dann doch noch ein bisschen mehr getan. Carlos mit DNF, sagt, das war Latifi, er konnte nur Latifi sein. Gasly hat Hard Medium gefahren, okay. Und auch Hard Medium bei Tsunoda. Oh. Da gab es aber ganz schön. Ja, gut, das ist halt Monaco, ne? 21 zu 0 nochmal mit Alonso. Ja, FIFA. Moment mal. Ah, ich dachte, ich stand hier gerade drin. Ja, keine Verwarnung für Kurve 1. Mal gucken, ich weiß nicht, wir müssen jetzt mal gucken gleich im Replay. Wie eng das dazu ging. WM stand 4 Punkte hinter Max. Deutlich vom Punktestand mittlerweile. Vor George. Carlos DNF, ey, meine Güte, Ferrari. Aber Leclerc hat's Pattern gebrochen, das ist die Hauptsache. So, schauen wir uns mal gerade die erste Runde an. Ist nur die erste Kurve, nur die erste Kurve. Mein Schaff war nicht schlecht tatsächlich. Also ich bin besser weggekommen als Charles. Da kann ich. Da kann ich froh sein, dass ich da echt zumindestens ich glaube vom Punkt bin ich einen Ticken besser weggekommen. Weil wenn ich schlechter oder gleich weggekommen wäre, wäre er einfach vor mich gezogen und dann wäre er vorne geblieben. Aber so ist es. Es ist natürlich sehr knapp, keine Frage. Er hätte sogar noch vor mich ziehen können, theoretisch. Aber das ist halt sehr knapp, ne? Dadurch habe ich es vorne zu bleiben. Da war aber keine Berührung, oder? Ich meine, ich finde, ich habe genug Platz gelassen. Der Körper ist so breit. Ich hier links geht nicht viel mehr. Ich meine, hier haben wir auch Platz. Larcher geht voll über den Körper, keine Frage. Da wird jetzt ein bisschen hochgeworfen. Vielleicht berühren wir uns hier. Ne, das sieht aber immer noch nicht danach aus.
Ist knapp. Also ich weiß nicht, ob das jetzt halt einfach vom Spiel so ist. Oder ob wir uns wirklich nicht berührt haben. Es war auf jeden Fall eng, sagen wir mal so. Und das war genau das, was ich vorhatte zu tun, tatsächlich. Beim Start vor Leclerc und dann die ganze Zeit einfach da vorher cruisen. Gut, gehen wir mal in die Highlights. Schauen uns den Start nochmal an im Kompletten. Ah, ein bisschen Wheelspin habe ich schon. Aber viel Highlights gibt es eigentlich nicht, ne? Ein paar Schrammen hier und da hatten wir halt, ne? Aber Mensch, machst du nix. Muss sein, lange habe ich auch ein bisschen Hunger hier, hey. Ah ja, unser Raskas bin ich immer mal ein bisschen hängen geblieben. Jetzt kriegt Leclerc auch seine Chance, dann bin ich aber nach außen wieder gezogen. Die wird natürlich abgekattet. Und dann gehen wir übers Ziel. Boah, ich weiß echt, der Staub in Monaco gewonnen hat, ey. Kannst du keinem erzählen. Meine Güte, ey. Dritter Sieg in der Saison, ey. Damit bin ich der mit den meisten Siegen tatsächlich in diesem Jahr. Bis jetzt. Ich habe 3, Verstappen hat 2 und Leclerc und Sainz haben jeweils 1. Ja, Leclerc hat erst 1 Sieg auf 6 Pole Positions jetzt. Ach, Ferrari. Es gab auch erst 1... Es gab auch erst 2 Rennen, wo wirklich beide Ferrari da die Zielflagge gesehen haben. Also, das hat schon ein bisschen heftig. Aber naja, schnellste Rennrunde nehme sogar auch ich mit. Da bin ich auch erstaunt drüber. Fire of the Day wurde Verstappen, ne? DNF, ja. Carlos. Nein. Alle Duell hatte ich gekneckt, ja. 1, 14, 4, 2, 6 war die schnellste Runde. Die Strategie war Medium Hard. Das ist doch das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Ob jetzt Medium Hard oder Hard Medium. Mensch. Sehr, sehr schön. Dann drücken wir mal auf weiter. Monaco-Sieg, ey, meine Güte, als ob. Mein Plan war es, den Start zu gewinnen, das hat funktioniert. Der Rest hat sich mehr oder weniger von alleine ergeben. Wir haben auch, glaube ich, nur einen Joker gebraucht, ne? Das ist vertretbar. In Aserbaidschan bekommen wir jetzt mal wieder den Pirelli Hot Lab.
Dann langsam mal in der Fans Live gleich auch mal vielleicht direkt meinen Trophäenschrank ein bisschen umbauen. 2000 Punkte. Eins setze ich hier rein. Das andere setze ich hier rein. Ja. Schön. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ich glaube nicht, dass ich für 600 irgendwas kaufen kann. Sehr schön, und dann geht's Rally Hot Lap. Rivalenduell mit dem McLaren. Oh nein, nicht mit dem McLaren. Ferrari F8. Average Speed Zone. Speed Zone. Dazu dann mehr morgen. So, ich kann aber gerade hier raus. Nochmal kurz F1 Live. Da gibt es irgendwie einen Trophäenschrank, irgendwie so was. Ich werde den Stream dann auch mal neu starten, weil das ist ja. Twitch ist da schon wieder die ganze Zeit am rumlügen, das ist so schlimm. Bei Zuschauern werden mindestens drei angezeigt gerade, das ist halt, macht halt schon Unterschied, ne? So, Moment, Trophäen. Trophäen ändern. Akku. Besitzerstolz freigeschaltet. Ja, Österreich, das war, da hatte ich eine Testkarriere gemacht. Die stelle ich jetzt hier nicht rein. Ach so. Ach so, läuft das. Okay, Monaco kommt natürlich in die Mitte. Ach, hier rechts kommt Saudi-Arabien, ja. Ach so, läuft das, okay. Ja, nice. Trophäenschrank haben wir einen kleinen. Ja, die Autos und so, die muss ich mal gucken. Ich habe mir auch den anderen Mercedes mal gekauft. Ich weiß nicht mal, wo der hin ist. Der ist einfach weg. Der andere Mercedes, keine Ahnung. Der ist einfach verschwunden.